Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Emergency 5 ist es glaube ich Freispielfolge. Und ja, heute ist ein bisschen was anderes. Eigentlich müsste ja Emergency 17 kommen, aber da jetzt die digitale Gamescom war, haben wir uns gedacht, ja, dann machen wir einfach mal ein kurzes Infovideo dazu. Und während ich hier so ein bisschen zur Augenunterhaltung Emergency spiele, macht Pascal halt so ein bisschen, ja, informiert halt, was so alles kommt und was passiert wird. Was halt so an neuen Simulatoren rauskommt, ist sowieso auch mit dabei. Ja, hallo. Übrigens ganz kurzer Hinweis, das Video kommt ja am 1.9. raus. Wir nehmen es jetzt aber am 29.8. bereits auf. Das heißt, sollte jetzt am 29.8., also dem Sonntag, jetzt auch irgendwie relativ spät nachmittags so abends irgendwas angekündigt worden sein, oder allgemein auch vormittags, dann haben wir das nicht mitbekommen, weil wir haben jetzt Informationen mit dem Stand vom 28.8. Deswegen, okay. Ja. Falls wir irgendwas vergessen haben, könnt ihr uns gerne Kommentare schreiben. Über mehr Informationen freuen wir uns natürlich. Und da die Liste relativ lang ist, spreche ich auch so ein bisschen schnell, da wir relativ zügig durchkommen wollen. Sonst nicht als sonst. Und wir kein 50-Minuten-Video haben wollen. Oder gar ein 2-Stunden-Video. Was man natürlich auch machen könnte. Gut, fangen wir mit dem ersten Titel an. Beziehungsweise eher mit dem ersten Publisher fangen wir an. Und zwar mit Giant Software, also Entwickler und Publisher in einem eigentlich. Ja, Giant stellt vor das LS19 Alpine Farming Expansion DLC. Und ja, sollte den meisten eigentlich schon bekannt sein. Was gibt's da? Also 30 neue Maschinen und Geräte gibt es, vor allem für die Graswirtschaft und alpine Landwirtschaft, also vor allem kleine Maschinen, eine neue Alpenmap. Und das Ganze wurde jetzt im Rahmen der Gamescom in einem Livestream auf twitch.tv/giantsoftware.de. Unten in der Videobeschreibung ist es auch nochmal drin. Könnt ihr gerne drauf schauen. Den hat der YouTube-Kollege McManus für Giants da gemacht und zeigt so ein bisschen Gameplay-Material und Features von den ganzen Map-Maschinen fort. Ja. Der Release des Ganzen wird der 12. November dieses Jahres sein. Und die Kosten belaufen sich auf 19,99 €, wenn ihr das haben und spielen möchtet. Tobi, kurzer Satz dazu, was findest du dazu? Naja, also ich meine, ich bin ja eher nicht so der Fan von Minimaschinen und stundenlanger Arbeit. Ich habe es nicht so. Ja, also an sich finde ich die Karte cool, die hat wohl auch ein paar coole Features. Aber ich bin da eher so der mit den großen Maschinen hantiert. Ja, dem würde ich mich anschließen. Mich stört vor allem die Graswirtschaft, weil ich eher Landwirtschaft mache als Graswirtschaft. So klar, Gras macht auch Spaß, aber das ist mir zu viel Gras und ich würde lieber viel mehr unterschiedliche Feldfrüchte haben. Der Feuermann hat sich gerade hochteleportiert. Interessant. Gut. Habe ich auch gesehen. Das war jetzt auch der erste Publisher. Mehr hat Giants diesmal nicht im Angebot, als in dieses eine DLC. Aber ich muss sagen, das reicht ja. Und mit dem neuen LS haben sie ja noch ein bisschen was vor sich. Denn der wird bald bestimmt auch angekündigt. Gut, springen wir weiter zu Astragon Entertainment. Astragon kündigt nämlich den Bus-Simulator 21 an, aus dem Hause Still Alive Studios, als Nachfolger vom Bus-Simulator 16 und 18. Ja, das Ganze erscheint für PC und die Konsolen, also Xbox und PlayStation. Was ist neu dabei? Also es gibt auf jeden Fall neue Busse und Marken. Darunter ist auch ein Doppeldecker von, glaube ich, einer amerikanischen Marke oder so. Und weil ich gerade amerikanisch sage, gibt es für die US-Spieler eine US-Map, die, glaube ich, irgendwo in Kalifornien spielen soll. Und für die Europäer gibt es weiterhin die Bus-Simulator 18-Map, inklusive der Erweiterung, die man diesmal gratis dazu bekommt. Ja, was auch neu ist, ist ein Sandbox-Modus, in dem man diese nervigen Missionen, in meinen Augen nervigen Missionen, nicht mehr spielen muss. Und das finde ich relativ gut. Ja, was sagst du dazu, Tobi? Ich bin kein Busfahrer. Also, ja, ich bin nicht so der Fan davon, die ganze Zeit nur strikt an meine Linie mich zu halten und ja, ist nicht so mein Ding. Ja, mich reizt es ja vor allem, selber Linien zu erstellen und dazu verwalten und sofort noch die Busse zu designen, dann ist halt eben die Busse genau auf den Linien fahren, wie man will und dass man auch selber dann die Busfahrer da unterstützt mit und selber Busmodelle fährt und sofort. Das ist, finde ich, schon ganz cool. Deswegen habe ich den 16er und den 18er ja auch. Werden wir aber nicht auf dem Kanal zeigen. Aber den 21er werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil er sehr nah am 18er dran ist. Und weil es ja nicht der einzige Bustitel ist, der auf der digitalen Gamescom vorgestellt wurde.
Ja, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, unten in der Infobeschreibung ist neben der Giants-Seite und dem Giants-Livestream auch die Astragon-Seite verlinkt. Da könnt ihr gerne mal draufschauen und euch mehr Informationen zu Busnote 21 holen, falls es euch gefällt. Gut, kommen wir zum dritten und letzten Publisher. Jetzt denkt ihr, was? Warum sollte das so lange dauern, wenn die ersten zwei Publisher nur jeweils ein was ankündigen, also halt eben einen Titel und einen DLC jetzt nur kam? Tja, aber der dritte Publisher und letzte Publisher, der dieses Jahr etwas im Simulationsbereich vorhat, der hat ganz schön zugeschlagen, mitsamt 14 Titeln oder Erweiterungen fort. Und das ist der Aerosoft, denn die haben ihr eigenes Event als ihr Beitrag zur digitalen Gamescom gemacht, das sogenannte Next Sim Event, was am Samstag stattfand. Und den Livestream, der beim unserem Kollegen Nordrhein TV Play auf dem Kanal war, habt ihr auch unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch nochmal alles ansehen. Der Livestream ging ungefähr 3 Stunden. Und wobei nur 2 Stunden abgeloadet sind, ja. Ja, da war vorher und hinterher was abgeschnitten wurde wahrscheinlich. Wie gesagt, habt ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Genauso die Seite von Aerosoft, wo ihr euch zu den einzelnen Simulatoren jedenfalls noch was durchlesen könnt. Und auf Steam könnt ihr euch zu einigen Simulationen, nicht zu allen, auch was durchlesen. Fangen wir an mit dem ersten, ne? Und zwar ist es der Tram-Sim aus dem Hause View-App. Ja, Tram-Sim, wie der Name schon sagt, ist es ein Straßenbahnsimulator, in dem man die Wiener Straßenbahnlinie 1 befahren kann. Ja, was bietet das Spiel einem? Also zuerst einen Fahrplanbetrieb und einen Open-World-Modus, das heißt, man kann nach Fahrplan fahren und halt eben auch einfach so in der Strecke absolvieren, wie man halt eben Bock hat. Als Fahrzeug wird mitgeliefert die Bombardier Flexity, die in Wien seit diesem Jahr als neues Straßenbahnmodell fährt. Außerdem bietet das Spiel einem Zugsicherung, vor allem auf der Tunnelstrecke, realistische Signale und so weiter und so fort, also halt eben alles, was dazugehört. Und die Entwickler setzen auf Fotorealismus und ich muss sagen, das, was man da im Aerosoft Livestream gesehen hat, das sah schon echt gut aus. Ich muss sagen, den Fotorealismus haben sie es auch nicht übertrieben. Ja. Der Release ist der Oktober 2020, das Spiel hat bereits eine Seite auf Steam, könnt ihr euch gerne anschauen und auch schon vormerken. Preis ist noch unbekannt, wie bei allen anderen kommenden Spielen ebenso. Tobi, dein Wort dazu? Linienfahrt ist nicht mein Ding. Ich kann mich hier nur wiederholen. Ja, also bei mir ist es genau das Gegenteil, also ich habe bei diesem Spiel fährt bei mir eine Hype-Train ab und ich muss sagen, das Spiel ist unglaublich, es sah unglaublich aus, ich werde es wahrscheinlich auch holen. Ob wir es auf dem Kanal zeigen werden, das wissen wir noch nicht. Mal schauen, wie gesagt, im Oktober 2020 kommt es raus und dann schauen wir mal, ob wir dafür einen Sendeplatz geben, was finden oder ob ich es einfach nur privat spielen werde. Gut, geht's weiter zum Winter Resource Simulator und da werden jetzt einigen sagen, hä, das Spiel ist doch schon seit über einem halben Jahr draußen, ne? Ja, aber es geht an die Season 2. Wird ein riesiges Gratis-Update sein mit sehr, sehr vielen neuen Sachen. Übrigens das Spiel aus dem Hause HR Innovations. Ja, was kommt mit Season 2 zum Spiel dazu? Also zuerst gibt es einen Multiplayer, der von der Community ja exorbitant häufig gewünscht wurde. Das Schneesystem wurde verbessert, indem die Auflösung hochgestellt wurde. Also dieser Schnee ist jetzt nicht mehr solche großen Kacheln, sondern das ist jetzt viel kleinteiliger und wenn man den Schnee dann auch mit der Pistenraub oder so, da halt eben plattfertig, kenne mich da nicht genau aus im Skigebiet, dann sieht das auch um einiges besser aus und auch der neue Schnee sieht besser aus. Ja. Dann, es gibt neue Fahrzeuge, neue Seilbahnen und noch nicht aller Content, der dazukommt, ist bekannt. Da haben sie noch ein paar Geheimnisse, das aber wahrscheinlich zum Hypen mitdienen soll, die ja demnächst noch mit nach und nach wahrscheinlich bekannt geben werden oder halt erst zu Releases der Season 2 bekannt geben werden. Die Season 2 soll, wenn alles gut geht, im November 2020 starten und das Ganze ist halt eben ein Gratis-Update für alle, die den Winter Resource Simulator schon haben und für alle, die sich dann denken, okay, bei der Season 2 ist das Spiel richtig geil und dann hole ich mir das, die können das für den normalen Preis, wie das Spiel auch jetzt schon kostet, soweit ich weiß, kaufen. Gut, kurzes Wort von dir. Naja, also ich meine, man wiederholt halt viele Aufgaben. An sich ist es so eine Seilbahnzug mal zu steuern ganz cool, aber macht es halt dann jeden Tag und das war es dann halt auch, ne? Also ich meine, du kannst auch deine Piste verwalten, du hast halt dieses Verwaltungsding und musst halt managen, dass du dir genug Geld leisten kannst, dass genug Kunden kommen, etc. Aber
Es ist halt dann auch im letzten, weil wenn du es alles einmal gemacht hast, dann machst du es halt auch. Ja, also ich finde es auch sehr reizend, das Spiel, aber es fehlt halt eben sehr stark die Langzeitmotivation und klar, es gibt so dieses Wirtschaftssystem, aber nur das hält einen nicht langzeitmäßig an dem Spiel, zumindest hält es mich nicht an dem Spiel langzeitmäßig. Deswegen bei uns wird das Spiel auch mit Season 2 nicht geben. Gut, kommen wir weiter zum dritten Titel von der Aerosoft, und zwar dem OMSI 2 Addon London. Ja, was kommt mit diesem Addon dazu? Das Ganze ist halt ein DLC, wie es jedes andere OMSI DLC halt eben auch ist, mit einer Map und bestenfalls noch ein paar Bussen. In diesem Fall ist halt eben eine London-Map, wie es eigentlich schon klar ist. Und dazu gibt es 5 original Londoner Busse. Ich bin mir sicher, ob die sogar lizenziert sind. Ja, was sagst du dazu, Tobi? Linienverkehr. Ja, gut. Ja, also OMSI 2 ist ein wunderbares Spiel. Ich hatte ja sogar auf Lotus gehofft, vielleicht, ob ich mir das hole, weil ich wollte mir erst OMSI holen, aber dann dachte ich mir, ha, vielleicht wird Lotus doch um einiges cooler, warte noch ab, aber Lotus scheint ja mittlerweile so ein bisschen tot zu sein und auch nicht wirklich was zu werden, weshalb ich halt eben dann schon gesagt habe, den Tram-Sim und Bus-Sim finde ich wahrscheinlich auch noch was, was mir da gefällt, und dann habe ich halt eben 2 Spiele statt einem, in dem alles zusammen ist. Ja. Gut, dann kommen wir zum 4. Titel, und zwar ist es der einzige namenslose Titel der ganzen Sache. Er kommt aus dem Hause Viz Games und das Ganze soll ein Handwerker-Simulator werden, in dem es darum geht, dass man eben einen Auftrag annimmt, sich das Material kaufen muss und dann die Arbeiten durchführen muss. Das Ganze kann man sich vorstellen wie Hausflipper, und dass man sich halt eben das Material realistisch im Laden oder im Online-Shop kaufen muss und auch warten muss, bis geliefert wird dann und so weiter und so fort, dass man eben das Geld dann braucht. Also es gibt ein richtiges Geld- und Wirtschaftssystem. Und der Fokus soll mehr auf Realismus liegen, also man soll richtig Elektrik machen. Das Malen soll viel besser gehen und nicht wie da in Hausflipper, dass du immer so eine ganze 2,80 Meter Wand dann durchweg streichst oder so. Also das soll dann schon um einiges realistischer werden. Was sagst du dazu, Tobi? Ja, also ich meine, es ist halt sehr zeitintensiv, ne? Ja, aber ich muss sagen, es ist bestimmt ein sehr tolles Spiel. Man muss noch schauen, das Spiel ist halt eben noch, kennt man auch daran, dass es noch keinen Namen hat, sehr früh in der Entwicklung. Aber es sah schon gut aus, nur das war halt noch ein bisschen aufwendig. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, war mein Internet, nicht Pascals. So ein komisches Dings. Gut. Na gut, aber weiter geht's. Direkt weiter. Mit meiner Meinung, also wie ich gerade eben schon sagte, also es ist ein bisschen aufwendig, alles zu machen da mit dem ganzen Malen und so fort. Und ich denke mal, daran wird auch die Langzeitmotivation flöten gehen. Sofort. Gut. Kommen wir jetzt zum 5. Titel von Aerosoft. Und das ist Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2 aus dem Hause Crematic. Ja, ein Spiel, auf das sich wahrscheinlich die allermeisten gefreut haben werden. Ja, was ist neu im Vergleich zum ersten Teil? Auf jeden Fall die Grafik ist besser geworden. Gibt es einen taktischen Modus, der diesen Einsatzleiter-Modus da, der dann später im ersten Teil implementiert wurde, ablöst, mit dem man die einzelnen Einsatzfahrzeuge steuern kann. Das ist ein bisschen ähnlich wie Emergency, wird sehr gerne verglichen, dieser taktische Modus. Ja, was neu ist, auch eine Brandausbreitung und eine viel realistischere Feuersimulation, genauso wie es auch Blutnester gibt, die wieder aufflammen können, also wie in der Realität. Es gibt eine bessere und eigenständigere KI. Also die Kollegen arbeiten jetzt auch eigenständiger, also wenn die jetzt hochgehen in eine Wohnung und merken, die Tür ist verschlossen, dann kommt halt irgendjemand noch hoch mit einem Halligan-Tool oder mit einem C-Fix oder wie auch immer und macht die Tür auf, oder es geht nochmal jemand runter und holt das Türöffnungswerkzeug, hat eben sowas. Es gibt mehr Einsätze und die Einsätze haben zum Teil auch eine Background-Story, also zum Beispiel im Autounfall liegt dann ein Ball unter dem Auto oder bei einem Heck oder bei einem Mülleimerbrand liegt dann daneben einen Kanister mit Brandbeschleuniger oder sowas, also man sich dann so die Background-Story dazu denken kann. Die sind aber nicht spielrelevant. Ja, ist aber nicht spielrelevant. Der Rettungsdienst und die Polizei haben mehr Aufgaben, also die Polizei steht nicht einfach nur rum und fährt vor und zurück, wenn ein Feuerwehrauto kommt, sondern die kommen wirklich aus der Wache rausgefahren und stellen sich dann da hin und sperren ab. Der Rettungsdienst, weiß gar nicht, ob man den sogar steuern kann, aber der ist auch mehr Aufgaben, als einfach nur dann dastehen. Und beim Verkehrsunfall dann, wenn die Scheiben eingeschlagen werden, dem Opfer halt eben da eine Decke drüber zu legen oder so, das geben jetzt ein bisschen mehr zu tun.
Was auch immer ist, eine größere Welt. Und ja, also an sich ist alles besser und wenn ihr da genaueres dazu alles besser. Wollt, ja, dann empfehle ich euch, dass ihr euch die Videos unseres Kollegen Lord24Play dazu anschaut, weil wir arbeiten da Aerosoft und Crenetic in dem Zusammenhang sehr eng zusammen. Ich glaube, bei den Burning Gamers gibt es da auch einiges. Könnt ihr gerne mal reinschauen und euch kundig machen, wie das mit dem Spiel aussieht. Und ich würde sagen, also ich würde mir das Spiel auf jeden Fall holen, denn ich finde es wirklich sehr gut. Den ersten Teil besitze ich ja auch schon. Cool, was sagst du? Ja, es wird auf jeden Fall auf dem Kanal geben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Im Multiplayer. Im Multiplayer. Was ich übrigens ganz vergessen habe, ist der Release. Geplant ist ja November 2020. Wir müssen uns aber erst im September auf ein genaueres Datum einigen. Und wenn der November 2020 nicht zu halten ist, dann wird es wahrscheinlich auf einen Zeitpunkt bis zum Januar 2021 verschoben. Wobei man dann halt eben dann aus wirtschaftlicher Sicht das Weihnachtsgeschäft leider nicht mitnehmen kann. Ja, kommen wir zum sechsten Titel bereits. Das ist nämlich Heavy Duty Challenge aus dem Hause Nano Games. Es geht dabei darum, dass man mit einem LKW einen Hindernisparcours absolvieren muss, in einem alten Steinbruch oder so. Es gibt ein Punktesystem und eine Rangliste und man wird eben versuchen, an die ganz oben an die Rangliste zu holen und mit den Punkten auch neue Trucks freizuschalten, krassere Trucks freizuschalten. Das Ganze basiert auf realen Strecken, denn soweit ich das da verstanden habe, auch wenn dieser Stream-Teil auf Englisch war, kannst du wohl Englisch. Das Ganze sogar ein deutsch-akzentrischer, Grüße gehen raus an Fabian von der Aerosoft, Englisch, das soll nämlich irgendwie so ein realer Sport oder so sein, deswegen sind das auch reale Strecken, die aber in dieser Sportart, die ultra krass ist in meinen Augen, auch wirklich befahren werden, die sollen dann nachgestellt werden. Genau, das Ganze findet in Teams statt, wie in der Realität auch, also man gründet sein eigenes Team oder kann glaube ich einem Team beitreten oder sofort, muss halt eben versuchen mit dem Team dann so weit wie möglich nach oben zu kämpfen. Ja. Der Release ist auf das Quartal 4 2021 vorgesehen. Es soll aber jedoch vorher eine Early Access geben, die Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres bereits in Betrieb gehen soll. Deine Meinung dazu, Tobi? Ludwig 1 2, ne? Nee, Heavy Duty. Achso, stimmt, ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, gar nicht viel zu tun hier. Na gut, LKW fahren auf einer Strecke, Rangliste, ganze Zeit Stress irgendwie. Nee. Also es wurde im Livestream beschrieben als eine Mischung aus halt eben so einem normalen Truck Simulator, also nehmen wir den Euro Truck Simulator 2 und halt eben sowas wie Mudrunner, Snowrunner, irgendwie so. Also sowas wurde es beschrieben. Also für mich ist es auch nichts wirklich, weil es kann vielleicht reizen, aber nee, mir würde es keinen Spaß machen. Gut. Beim siebten Spiel haben wir etwas wieder aus dem Hause Still Alive Studios, die wir schon bei Astragon begegnet sind. Und zwar ist diesmal ein Tycoon von den Machern von Rescue HQ, und zwar ist es Grand Casino Tycoon. Ja, es geht dabei, möglichst realistisch ein Casino nachzugestalten, also mit realistischen Casinoböden, realistischen Spielautomaten und was es halt eben so alles in Casinos gibt. Und das Hauptziel ist eigentlich, dass die Kunden zufrieden sind und ihr gesamtes Geld halt eben im Casino lassen. Also man soll die Kunden zufriedenstellen mit, dass man ihnen die Automaten gibt, die sie haben wollen, die richtige Musik abspielt, dass es das richtige Essen für die gibt. Und das Ganze soll halt eben nach einem ähnlichen Prinzip halt eben wie Rescue HQ sein. Und der Release ist für irgendwann 2021 angepeilt. Was sagst du? Naja, Casino, ich weiß jetzt nicht. Finde ich jetzt auch nicht so reizend. Also Tycoon ist ja letztlich auch kein Simulator, ne? Ja, aber es wurde halt eben mit vorgestellt von Aerosoft da bei den Simulatoren, deswegen, ja. Also ich muss sagen, kann man spielen, wenn man möchte, ist aber nicht mein Geschmack. Und Tycoons sind sowieso nichts, wobei, bei denen ich eine große Langzeitmotivation habe. Und das Casino ist sowieso nicht das, was mich reizt, und es sah halt auch für mich ein bisschen zu bunt, zu wild aus da. Das Ganze ist für mich nichts. Gut, und weil wir vorhin bei Rescue HQ waren, kommen wir dazu einmal zurück. Denn als achter Titel ist die Konsolenversion für Xbox und PlayStation von Rescue HQ angekündigt. Ja, was soll man groß dazu sagen? Also Rescue HQ ist halt ein
Spiel kennt man der ein oder andere vielleicht. Aber halt, wie wir schon sagten, bei Tycoons ist es mit der Langzeitmotivation immer so ein bisschen schwierig. Oder, Tobi? Ja. Ich meine, irgendwann hat man es halt durchgespielt, ne? Ja. An sich ist es ja bei jedem Spiel so, aber... Ja. Aber, ja. Also, Rescue ist schon ein cooles Spiel. Ich hatte mir auch überlegt zu kaufen, aber dann hatte ich wieder an die Langzeitmotivation gedacht und die sagten, ja, nee, ist nicht vorhanden. Gut. Als 10. Titel haben wir den Autobahn-Polizeisimulator 3 von Z-Software. Ja. Was bietet das Spiel? Also Inhalte aus dem ersten und zweiten Teil. Teilweise wurden ja im zweiten Teil Sachen aus dem ersten Teil nicht mehr umgesetzt. Die werden jetzt aber im dritten Teil zum Teil wieder umgesetzt. Sofort. Es wird vor allem auf Community-Kritik eingegangen, hieß es vom Entwickler. Genau. Eine neue Fahrphysik. Die gab es ja auch schon im zweiten Teil, aber die war dann doch nicht so das Beste. Übrigens, oben auf mir habt ihr unser Let's Play zu Autobahn Polizeisimulator 2. Könnt ihr euch gerne anschauen, wie gut die Fahrphysik da ist. Genau. Die Hervorhebung des freien Spiels soll stattfinden. Also im ersten Teil gab es ja nur ein freies Spiel, keine Story. Und es gab solche Tagesaufgaben. Und das soll wieder so ein bisschen zurückkommen in den dritten Teil, weil es eben auch viele gab, die meinten, nee, die Story ist nicht so für mich. Und möchtet eben denen was bieten, die halt eben die Story nicht spielen möchten. Und man möchte mit einer neuen Story auch denen, die die Story spielen möchten, so wie wir es auch machen, möchte man auch was geben. Deshalb bin ich auch auf die neue Story gespannt. Und das eine große Neuerung sind die sogenannten speziellen Einsätze. Und das sind größere Einsätze, von denen es über 10 Stück bis jetzt schon gibt. Und die sollen sogar mit Cutscenes hinterlegt werden. Also sowas ganz klingt spannend. Auge. Also ich bin begeistert, weil den zweiten Teil spiele ich ja auch. Und vom dritten Teil hoffe ich mir wirklich sehr viel. Und das, was man gesehen hat als Gameplay-Material, das sah schon echt gut aus, weil da hat man so einen dieser großen Einsätze gesehen. Ja. Noch abschließende Worte, Tobi, dazu? Kannst du gerne spielen, ich nicht. Du schaust es, man hat halt lange Fahrten, ne? Es ist halt. Und ich vermute lange mal. Auf der Autobahn. Ich vermute mal, da das Spiel Quartal 1, spätestens Quartal 2 2021 rauskommen soll. Könnte es vielleicht sogar mehr oder weniger ein direkter Nachfolger von unserem Autobahn-Polizeisimulator 2 Let's Play werden. Aber da müssen wir mal schauen. Was ebenso angekündigt wurde, das aber nicht als extra Titel angekündigt wurde, war der kurze Hinweis, dass der Autobahn-Polizeisimulator 2 auf neue Plattformen übergehen soll. Genaueres wurde aber, glaube ich, nicht gesagt. Zumindest habe ich mir nicht notiert, als ich den Livestream geschaut habe. Falls ihr da mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Gut. Als erster Titel haben wir den Straßenbau- und Straßenmeisterei-Simulator. Ja, Straßenmeisterei, das wurde sich auch von einigen gewünscht und als man das dann im Trailer von Aerosoft da auch gesehen hatte, bevor das ganze Next-Sim stattfand, war auch noch sehr viele gehypt. Ja, was macht man darin? Also halt eben das, was ein Straßenmeister zu dem Straßenbau halt eben getan hat. Wer hätte gedacht? Man stutzt Bäume, man füllt Schlaglöcher mit sogenannter Kaltmasse, man muss Müll von der Fahrbahn wegräumen. Man macht Fahrbahnmarkierungen und so sofort, man walzt Asphalt. Halt, man macht Absperrungen damit Kegeln für um irgendwelche Baumaßnahmen anzubringen. Man wehrt dann auf der Autobahn alles ab und hat dann vor sich, hinter sich die schimpfenden Autofahrer, die denken, warum bauen sie jetzt hier eine Baustelle auf und sowas. Ja. Man kann sich aber, damit das nicht so eintönig ist, auch die Aufgaben auswählen im Spiel. Also man kommt jetzt nicht in der Realität einfach die Aufgaben zuteilen, muss er halt eben machen, sondern man kann da schon ein bisschen auswählen. Aufträge. Und ja, das hat eben das Spiel, was. Das ist das, was das Spiel halt eben einem bietet. Und der Release soll im Februar 21 angepeilt werden. Was sagst du? Ja, ich bin noch unschlüssig. Ich werde mir das wahrscheinlich mal ein bisschen anschauen vorher, aber kann durchaus sein, dass ich das mal interessant finden würde. Also. Gut. Machen wir weiter mit The Bus. Aus dem Hause TML Studios. The Bus, ein Spiel, das seit 2017 angekündigt wurde, bei dem man dachte, das sei schon tot, das Projekt. Was ist 2014? Ne, 2017. 17, okay. Weil es ewig lange keine neuen News dazu gab und dann plötzlich der Tourist Bus Simulator rauskam und alle dachten, okay, haben sie jetzt doch The Bus eingestellt. Aber nein, man hat im Hintergrund fleißig weitergearbeitet an The Bus und es gibt jetzt schon richtig krasses zu sehen da. Und zwar, was bietet das Spiel? Ein Multiplayer auf einer
20x20 Kilometer Map. Mehr ist nicht möglich im Multiplayer. Und im Singleplayer könnte die Map noch größer werden. Also man hat das davor, einige Linien umzusetzen. Nach und nach wahrscheinlich in Updates oder ebenfalls in DLCs mehr nachzureichen. Bis halt eben für den Multiplayer die Map 20x20 Kilometer ist. Im Singleplayer könnte sie eben größer werden. Was es an Bussen geben wird, das ist Berliner Stadtbusse, aber natürlich halt nicht alle, die in Berlin fahren, sondern nur 3 Stück. Zum einen gibt es den VDL CTA, das ist ein kurzer 12 Meter Bus. Was im Hintergrund die Glocken hören sollte, dann will ich das hier entschuldigen. Dann ist alles in Ordnung. Sag ich dir jedes Mal, dass man die nicht hört. Dann gibt es als Gelenkbus den Scania Citywide, bin ich selber schon mitgefahren. Und natürlich, was auf keinen Fall bei Berlin fehlen darf, auch ein Bus, mit dem ich gefahren bin, mit dem ich auch am liebsten gefahren bin, der MAN Lion City DD bzw. MAN Lion City A39, der Berliner Doppeldecker. Nur mal, ja. Ich muss mal ganz kurz euch unterbrechen, aber wegen Emergency hier. Ja. Was ist das bitte für eine Riesen? Guck mal, das ist ein Vergleich, ne? Interessant zu sehen. Gut. So. Das ist auch ein Riesen? Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Der Release ist erst für Ende 2021, Anfang 2022 angepeilt. Aber da das Spiel schon so lange angekündigt ist und sich die Leute so viel davon erwarten, hat man gesagt, okay, wir machen einen Early Access, der Ende des Jahres starten soll. Und das soll in 3 Stufen bis zum Release dann gehen. In der ersten Phase oder der ersten Stufe gibt es die Linie TXL von vom Flughafen Tegel bis in die Innenstadt und ein sehr eingeschränktes Menü. Also man kann dann schon fahren, man kann sich das alles schon ansehen, man kann auch schon die Fahrgäste und man kann eigentlich schon alles machen, nur im Menü die einzelnen speziellen Einstellungen, die wird es alles noch nicht wirklich geben, wird eben auch nur diese eine Linie TXL. In der Phase 2 kommen endlich die Editoren dazu und ein Wirtschaftssystem, da kann sich dann richtig sein Bussystem aufbauen, wie man es möchte. Und in der dritten Phase kommt dann noch der Multiplayer hinzu. Bezüglich zum Preis kann man noch nichts genaues sagen, hat eben, weil das Spiel sich noch sehr weit in der Entwicklung befindet, auch wenn es schon sehr gut aussieht. Aber schon mal klar ist es, von Early Access Phase zu Early Access Phase muss man immer mehr zahlen. Also das hat am Anfang einen Betrag. Und wenn es dann zur zweiten Phase geht, wenn man die dann spielen möchte, muss man dann einen kleinen Betrag drauf zahlen und kommt dann da drauf. Bis man dann am Ende, wenn das Spiel released ist, dann für die Release-Version den vollen Preis bezahlt hat. Genau. Was hast du zu Bass? Wahrscheinlich wieder Linienbetrieb. Oder, Tobi? Ja. Also nicht so dein. Also bei mir nicht ist meine Welt. Absolutes Lieblingsspiel. Ich war also am Anfang so, ja, okay, ich habe ja einen Bussimulator 18. Aber ich muss sagen, wenn das jetzt roundabout wahrscheinlich mit dem Bussimulator 21 gleichzeitig rauskommt, dann werde ich mich wahrscheinlich entscheiden, weil beides holen. Da bin ich so ein Typ für. Und ich muss einfach sagen, der Bass überwiegt einfach den Bussimulator 21. Deswegen hatte ich auch gesagt, dass ich mit dem wahrscheinlich nicht holen werde. Außer The Bus wird warum auch immer ein absoluter Flop, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Ja. Kommen wir zum vorletzten Titel, denn das Video geht jetzt schon eine Weile. Aber es ist auch gleich fertig. Und zwar sind es die Microsoft Flight Simulator 2020 Add-ons. Ja. Als Add-ons hatte ja Aerosoft schon sehr, sehr früh direkt zum Release bekannt gegeben, dass sie halt eben ordentlich Add-ons da machen wollen. Und als erstes Flugzeug wird die Bombardier CRJ rauskommen und später noch weitere Flugzeuge. Und Aerosoft hat sich auch zur Aufgabe gemacht, Flughäfen nachzumodellieren, denn der Microsoft Flight Simulator 2020 basiert ja auf Satellitenkartendaten von Bing Maps und nur einige Flughäfen wurden manuell halt eben nachweisen, wie ich glaube zum Beispiel Düsseldorf und Frankfurt, wenn ich mich recht entsinne. Und das erste Flughafen soll da der Flughafen Paderborn sein. Das hat damit zu tun, dass auf dem Flughafen des Flughafens Paderborn auch die Hauptzentrale von Aerosoft ist. Deswegen war es natürlich wichtig, zuerst den Flughafen Paderborn nachzubilden. Später kommen aber natürlich noch einige weitere Flughäfen, die es zu wahrscheinlich moderaten Preisen geben wird. Jo, ich würde mal ganz kurz anhalten, hier sieht man nochmal die Länge, ne? Ja. So ein Stückchen zu groß geraten. Ah ja.
Was findest du eigentlich allgemein vom Microsoft Flight Simulator? Oder was findest du auch von der Bombardier CRJ, die man da im Livestream gesehen hat? Also es sieht halt alles schon echt geil aus, ne? Also die Grafik ist, finde ich, super. Aber es ist halt auch, du fliegst halt lange. Du fliegst halt wirklich lange Strecken, ewig. Ja. Und kannst Radio hören oder so. Man kann die Strecken zwar auch überspringen, diese lange Flug, aber was mir Angst macht, sind die ganzen Instrumente. Ich weiß so grob, ich schaue mir ein Let's Play beim Kollegen Gardarol an, der das selber gerade lernt zu fliegen, aber mich graut. Also ich finde es schon echt geil, aber das ist so, es ist schon geil, aber irgendwie, ich glaube, Fliegen ist nicht so ganz so meins. Deswegen, ja. Ich meine, das Spannendste wird halt sein, landen und Notfälle und abheben. Aber ja, weil wenn du das halt einmal drin hast, dann hast du verschiedene Flugzeuge und das war's dann. Aber diese Notfälle und so, die sind ja auch mit drin, also die kann man ja wirklich auch mitmachen, die kann man ja einstellen. Kannst du sogar vorher einstellen, welches Triebwerk wann wie ausfallen soll und alles. Deswegen, also eigentlich, also an sich ein sehr geiles Spiel und ich muss sagen, der echt teure Preis dafür ist auch gerechtfertigt. Und die DLCs, das sieht auch ganz gut aus und ich denke mal, Eosoft wird da schon was ordentlich leisten. Gut, und kommen wir zum Ende des Videos mit dem letzten Simulator. Und zwar haben wir da wieder einen alten Bekannten, und zwar Truck and Logistics aus dem Hause Simula Games. Ja, Truck and Logistics bekommt ein riesiges, fettes Update. Da drin sind neue Fahrzeuge und neue Missionen. Die Konsolenversion für die Xbox und die PlayStation sowie eine mobile Version für iOS und Android. Was sich außerdem Truck and Logistics zur Aufgabe gemacht hat, ist, das Cross-Platform-Playing zu machen. Das heißt, du kannst, egal mit auf welcher Konsole oder auf dem Computer oder auf welchem mobilen Endgerät du spielst, du kannst mit allen anderen Spielen zusammenspielen. Das heißt, es kann jemand am PC spielen, der nächste kann an der Xbox spielen und der dritte kann auf seinem Android-Handy spielen. Und all diese drei können zusammen im Multiplayer fahren. Also ich muss sagen, Respekt, wenn die das hinbekommen, weil so Cross-Platform-Playing haben schon viele versucht, sind aber dran gescheitert. Deswegen habe ich da so meine Ängste, weil da immer ganz viele Entwickler so sagen, nee, also wir können machen, dass Xbox mit Xbox spielen kann und Computer mit Computer, aber alles andere wird dann schwierig. Deswegen, und wenn ihr da sogar Mobile mit Computer und so alles Cross-Platform machen wollt, ich bin nur gespannt. Außerdem wird es eine Mid-Map-Extension geben. Ob das alles als DLC oder mit in diesem Gratis-Update sein soll, das wissen wir noch nicht. Und was am bekanntesten ist, dass die Konsolenversion Oktober 2020 gelauncht werden soll. Ja, deine abschließenden Worte für dieses Video und auch zu diesem Spiel, Tobi? Truck and Logistics. Du fährst halt lange Strecken mit einem LKW halt, ne? Ja, so lang sind sie nicht. Ja, also du fährst halt Strecken mit einer LKW und bist auf der Autobahn und hast unterschiedliche LKWs, kannst du da rein verladen und habe ich das so richtig verstanden? Ich habe mal so einen relativ alten LKW-Simulator gespielt und ich muss sagen, mir hat Spaß gemacht, aber irgendwann geht dann halt eben die Langzeitmotivation auch verloren. Deswegen, ich hatte mir auch schon überlegt, ob ich mir den ETS 2 mal hole, aber ja, irgendwie ist es doch nicht ganz so meins. Und Truck and Logistics sind eben ähnlich, nur ein bisschen mehr Arcade-mäßig und dass die Strecken eben auch nicht so lang sind. Deswegen, an sich ein schönes Spiel, aber auch nichts für uns. Ja, also ich muss sagen, meine vier Favoritenspiele sind auf jeden Fall der Tramsim, Notruf 112, Polizeisimulator 3 und The Bus, Tobi. Wofür begeisterst du dich denn? Ja, also für mich ist auf jeden Fall Notruf 112 ein Highlight. Das würde ich, also ich wollte mal, wollte eigentlich nur drauf 1 schon spielen, aber ja, fange ich jetzt halt bei 2 an, ist auch nicht so schlimm. Ja. Aber ansonsten weiß, also es sind ein paar sehr schöne Titel, die ja wirklich wahrscheinlich toll zu spielen sind, aber es ist halt einfach nicht so mein Typ. Ich habe ein paar andere Spiele im Blick, in die ich dann halt lieber rein investiere, sag ich mal so, die ich dann ja auch wahrscheinlich auf dem Kanal geben würde. Mehr sag ich dazu jetzt mal nicht. Aber ja. Ja, dann war es das mit dem Video. Der Einsatz ist ja auch gerade eben vorbei, der eine. Perfekt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr in der nächsten Woche wieder zu Emergency 2017, keine Sorge, das Let's Play ist nicht beendet. Es ist nur kurz für eine Woche pausiert, damit wir dieses Video euch bringen können. Wir hoffen, dass ihr da nächste Woche wieder einschaltet. Wir danken uns recht herzlich fürs Zuschauen und probieren noch irgendwelche abschließenden Worte. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.
Tschüss.